Hallo, hier ist wieder Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg. Ja, und zu den RKI-Files, die ja nun seit einer Woche einige berechtigte Aufregung auslösen, kommen jetzt hier noch zwei Beiträge, die ich niemandem vorenthalten möchte. Einerseits aus dem Ärzteblatt, da kritisiert der Bundesrechnungshof die Maskenbeschaffung, damals noch durch Jens Spahn. So. Es wurden allein im Jahr 2020 insgesamt 5,7 Milliarden Schutzmasken beschafft, aber nur 2 Milliarden verteilt. So. Und 1,2 Milliarden Schutzmasken wurden schon vernichtet. 1,7 sind für die Vernichtung vorgesehen. 3 Milliarden Masken. Milliarden. Das sind 3.000 Millionen Masken sollen vernichtet werden. Das ist nicht nur ein Steuerskandal, sondern es ist eine Umweltsauerei sondersgleichen. Und das alles auch ja damals und heute weitere Beschaffungen, immer auch mit der grünen Regierung, das macht mich fassungslos. Das Gleiche, ein Beitrag heute in der Neuen Zürcher Zeitung. So, nun ermitteln Europas Korruptionsjäger gegen Ursula von der Leyen. Oh, das ist ein ganz schön polemischer, heftiger Titel für die NZZ. Die Leyen hatte, ja, Dosen, Milliarden Dosen, ja, zu 35 Milliarden Euro nochmals nachbestellt. So im persönlichen Gespräch mit Alfred Burla, Chef von Pfizer. Das ist ja alles irgendwie vernichtet worden. Wir wissen nicht, mit wem sie das so besprochen hat. Jedenfalls war diese Lieferung nochmals um 25% teurer. Dosen wurden auch komplett sozusagen überdimensioniert, die Anzahl bestellt. Dosen im Wert von 4 Milliarden Euro EU-weit müssen vernichtet werden. Und im Übrigen war die dritte Lieferung oder die dritte Bestellung nochmals 25% teurer, obwohl man doch eigentlich denken müsste, dass man irgendwann einen Mengenrabatt bekommt. Das sind alles ungeheuerliche Geschichten. Diese Politiker, die das getan haben, zu Lasten der steuerzahlenden Bürger in EU-weit und deutschlandweit müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ich denke, da gibt es doch einige beamtenrechtliche, aber auch strafrechtliche Vorschriften, die man prüfen sollte. Denn, ja, das war nur der Anfang. Achtung, Achtung, Ende Mai plant ja die WHO, ihre Pandemieabkommen sozusagen durchzudrücken. Das war nur der Anfang. Es sollen die Staaten jedes Jahr Milliarden an Masken, Tests und Impfstoffen bestellen und sich dazu gleichzeitig verpflichten, sozusagen also sogenannte Abnahmeverpflichtungen, ja, um sie einerseits vorzuhalten und dann, wenn die Pandemie doch nicht so schlimm war, die man behauptet hat im Zweifel, ja, dann die ganzen Pandemieprodukte wieder zu entsorgen. Das soll Dauerzustand werden. Es ist eine ganz ungeheuerliche, eine Ausuferung der Gier, der Korruption, der Profitgier, die mich jetzt eben im Zusammenhang mit meinem neuen Buch, aber auch mit den RKI-Files und diesen gestern und heute erschienenen Beiträgen, Artikeln in der Neuen Zürcher Zeitung und im Ärzteblatt, die mich dazu veranlasst haben, dieses kleine Video zu machen. Wir bleiben wachsam und wir bleiben dran. Wir lassen das nicht mehr zu. Eine schöne Woche noch. Tschüss.